Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Batman Arkham City. Ich bin wieder hier. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. Das ist aber nicht cool, ey. 2 Stündchen nur noch. Was liegt denn da unten eigentlich? Es glänzt so schön. Ach, ich wollte ein bisschen planschen, aber das kriege ich wohl nie, was da liegt. Nun gut, nun denn. Wir rennen mal weiter in die gute Stube rein. Beziehungsweise, der Seilwerfer bringt dir nichts da. Die Distanzstromladung, die ist unser Freund. So, und jetzt Zabadi. Ach, das war der eine Raum. Ah, da war ich doch schon drinne. Will ich überhaupt nicht zurück. Hast du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Oh. Ja, Cobblepot ist erledigt. Wir haben Gesellschaft. Dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Ich freue mich. Das wird die reinste Trotan-Jagd. Oh ja. Flieg, kleines Vögelchen. Peng. Und dann wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, wir gehen weiter durch den Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Pinguin. Was war das? Zeit zu sterben! Ich hab ihn! Scheiße, Mann! Ich wollte den auch. Das kann doch nicht sein. Ich war so vorsichtig. Auch bin ich nicht weg hier. Was? Schlaf schön, kleiner Mann. So, jetzt schnell hier hoch. Und jetzt probieren wir das nochmal hier. Zack. Der Kampf im Bahnhof. Okay, kommt mal alle zusammen, Freunde. Wenn ich euch alle an einem Fleck hab. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Noch 3 Feinde, oder was? Sind wir tot. Kapiert? Die machen wir doch so platt. So, Nummer 1, schlaf schön. Nummer 2, du schläfst auch ein bisschen länger ab heute. Und den dritten schnappen wir uns. Yo! Und zack. So, Batman. Da wartet noch ein kleiner Mann, hä? Vollidiot! Zack. Wir räumen auf! Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Eigentlich wollte ich das ja viel tarnungsmäßiger erledigen, aber pff. Die wollten nicht so, wie ich wollte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir rauskommen. Wir müssen ja jetzt darüber. Und das ist schon eine ganze Ecke wieder. Puh. Müssen wir wieder irgendwie aus diesem blöden Bahnhof hier rausmarschieren. Warte mal, wir kommen jetzt wahrscheinlich da wieder raus, oder? Kommen wir da raus? Hallo? Ja komm, da wirst du ja wohl hochkommen, Batman. Also ich bitte dich. Mein alter Freund. Ach, guck mal hier. Das sind auch wieder die alten Klappergebisse. Was haben wir hier? Ja, das müssen wir uns jetzt natürlich noch anschauen, liebe Freunde. Hm? Gucken wir mal rein in diesen schönen Lüftungsschacht. Und spazieren mal genau durch diesen schönen Lüftungsschacht. Ach, super. Hey, das hat sich ja richtig gelohnt. Dass ich da noch durchgequatscht bin, so Wahnsinn. Zack. Sup. Oh, guck mal, hier sind Freunde. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug gekommen? Weiß nicht, vielleicht hat das von Tiger Einheiten. Das war mir schon klar. Ich frage mich nur, wie er denen die Tiger-Schilde abnehmen konnte. Ich meine, diese Kerle sind doch ziemlich harte Brocken. In Deckung! Okay, ich probiere mal das aus. Pams, der geht ja gut, ey. Zack. Na gut, da sind die Tigerschilde natürlich schnell weg. Fujikato, wie man so schön auch sagt, zu sagen pflegt. Okay, jetzt B. Nein, B. Und AA. AA. Einmal AA machen, bitte. Okay, nochmal B. B. Und AA. Patsch. Schön.
Ja, das war jetzt nicht sehr herausfordernd, aber interessant zu wissen, dass wir diesen Skill jetzt auch zur Verfügung haben. Gegen Männer mit Tigerschilden. Solomon Grundy. Ja, den kennen wir ja. Solomon Grundy haben wir ja kennengelernt. The man who cheats death. Der den Tod betrogen hat. Der Mann. Das Männlein vielleicht, sollte ich besser sagen, denn Solomon geht's nicht mehr so gut. Wo ist eine neue Nachricht von Joker verfügbar? Die wollen wir uns natürlich anhören. Die lassen wir uns nicht entgehen, liebe Freunde. Sie haben einen verpassten Anruf. Schön. Hey, hab dich vermisst. Ruf mich zurück. Bis dann. Sie haben einen verpassten Anruf. Hallo? Weiß nicht, ob du meinen Anruf bekommen hast. Ich würde ja so gern mit dir reden. Ruf zurück, Bats! Sie haben einen verpassten Anruf. Bats, also ehrlich, du machst mich paranoid. Warum rufst du nicht zurück? Du bist doch nicht etwa gestorben, hä? Naja. Sie haben nicht einen ganz verpassten Anruf. Hör zu, ich weiß, dass du lebst. Mir sind vorm Turm ein paar Jungs verloren gegangen. Daher vermute ich, dass du schon von den Waffen weißt. Okay, ich gestehe, es sind meine. Strange hat sie mir gegeben. Okay, sind wir jetzt wieder Freunde? Sie haben einen verpassten Anruf. Vielleicht warst du das doch nicht mit meinen Jungs. Okay, der Anruf von vorhin, du weißt schon. Wegen der Waffen. Ignoriere ihn. Einfach löschen. Sie haben einen verpassten Anruf. Gut, das wird langsam albern. Ich hinterlasse dir schon die ganze Zeit Nachrichten und du rufst nicht zurück. Wen muss ich umlegen, damit du ans Telefon gehst? Sie haben einen verpassten Anruf. Endlich. Hey, Bats, wo hast du gesteckt? Ich ruf nur an, weil ich wissen wollte, wie es dir geht. Hast du schon Halluzinationen? Ich weiß, heutzutage lässt sich das schwer unterscheiden. Du wirst nie wissen, ob es wieder an Scarecrow liegt oder an meinem Blut, das durch deine Adern fließt. Oder ob du nach all den Jahren nicht doch einfach nur verrückt wirst. Sie haben einen verpassten Anruf. Ach, wisst ihr, was ich ja noch machen muss? Das muss ich ganz kurz für die, die sich die Texte gerne durchlesen, da muss ich ganz kurz drauf eingehen. Und zwar hier die gute Talia Ra's al Ghul, wer da mehr Erfahrung drüber bringt. Die eigensinnige Tochter von Ra's al Ghul. Das hatte ich ja schon kurz in Text, aber jetzt sind ja auch die Pictures von ihnen da. Und Ra's al Ghul, den ihr auch kennt, der Kopf des Dämons. So, und wir gehen weiter. Juhu! Mit einer kleinen Jump-Aktion. Die kannte ich vorher schon. So, jetzt hier runter. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Lauf jetzt den Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon verstehst du nicht? Ganz ruhig. Wir sind jetzt alle Freunde. Stimmt's? Schätze ja. Gut. Also, wenn die Waffen geliefert werden, gehen wir alle hoch und legen jeden um, der gegen Joker ist. Das ist doch sicher kein Problem, oder? Nicht für mich. Ich kämpfe immer auf der Seite, die gewinnt. Ich auch. Cool. Joker will das schnell erledigt haben. Keine halben Sachen mehr. Na, da komme ich mal raus. Guten Morgen. Ich bin's. Touch. Zack. Ziggedi. Ziggedi, zaggedi. Ich leg dich auf. Pong! Ha! Hey! Ding Dong! Barim Bam Bong! Okay, bisschen Konzentration hier kurz. Der will doch nicht etwa einen Feuerlöscher gegen mich werfen? Was soll das denn, bitte? Oh, ich will gar nicht hier den Detektivmodus anbringen. Der will sich da eine Stange holen! Hast du nicht gelesen, da oben steht nur Entry und so? Jetzt aber. Aua! Okay, bei dem muss ich nochmal hier den einen Trick anwenden.
Und er funktioniert auch prächtig. Und nochmal. Hast du Angst? Ich und Angst? Was ist Angst? Deine Mutter hat Angst. Ach, der schnappt sich ja unter Schild hier. Den wollte ich doch zum Verhör auch herausfordern. Dann muss ich den jetzt mal plätten. Und jetzt bist du dran. Runter mit dem Ding. Du sagst mir jetzt alles, was du über Riddler weißt. Riddler? Ja, kein Problem. Danke. Ja, kein Problem. Danke. Interessantes Gespräch. Tafel zu beim Radio hören? Nee, warum hört die Musik nicht auf? Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir wären nicht alleine hier. Der Rückweg dauert heute was länger. Uiuiui. Hier fängt draußen gerade so ein Gewitter an. Falls man das vielleicht hört, gerade hier beim Aufnehmen. Passiert ja manchmal. Entweder ist Sonnenschein oder es ist gewittert oder es ist halt ein ganz schlechtes Wetter. Abteil! Moment, hatten wir das nicht schon mal? Irgendwie sowas in der Art. Sesam, öffne dich! Warum das eigentlich Sesam, öffne dich heißt? Ich meine, Sesam ist eher... Bewohner von Arkham, während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen. Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Ja, aber erstmal kümmern wir uns ums Heilmittel. Befrage Quincy Sharp. Ach so, das ist also das neue Ziel? Puh, erstmal gar nicht das Heilmittel, okay. Wir müssen aber erstmal weiterhin hier rausmarschieren. Boah, was wurde hier hingerichtet? Alter, wie übel. Hier sind einige zu Tode gekommen. Einige. Sind die Aufgaben, die ich dir gestellt habe, noch nicht schwierig genug? Lass das liegen, das ist nicht für dich. Aha, das ist wahrscheinlich wieder eine für Catwoman oder so. Ich bin mir nicht sicher. Das werden wir wahrscheinlich noch in Erfahrung bringen. Und endlich sind wir wieder an der Oberfläche, Alter. Es wurde mir jetzt aber auch zu tunnelig. Wer ist denn in Arkham City gelandet? Hat Batman ihn in der Anstalt nicht mit seinem Auto platt gemacht? Er ist es! Er war's, denn ich bin schon wieder weg, Freunde. Tja, so früh war die Freude über Batman vergangen. Aber sie... Oh, Alter! Und so früh war die Freude vergangen, wieder an der Oberfläche zu sein. Hier drüben! Ich hab ihn! Wer ist hier drüben? Komm schon! Knockout! So, der wäre schon mal ausgestellt. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass mich die Typen hier mit ihren Schusswäffelchen nicht begatten, quasi. Jupp, da bin ich. Ich bin es. Du hast mich wiedererkannt. Ich wusste es doch. Wir waren schon damals Freunde. In Arkham Asylum. Gute Nacht. Wer ist da lang? Nee, ich bin hier lang. Genau in dein Gesicht. So, der steht wieder auf. Muss das sein? Muss das sein, frage ich dich. So, Kampf im Detektivmodus. Macht doch immer doppelt Spaß. Ich weiß, ihr mögt das nicht unbedingt. Juhu, ich bin hier unten. Juhu, ich bin hier oben. So, jetzt kurz Stufenaufstieg. Komm, machen wir kugelsichere Panzerung. Maximieren wir jetzt einfach mal. Wir hatten schon verdammt viele Stufenaufstiege, ne? Alter, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Schon nicht schlecht. Okay, und jetzt Abflug. Einmal hier rüber, bitte. Und jetzt zu Quincy. Dem guten alten Quincy Sharp. Dem schnöselhaften Oberweicher. Schwupps. Wo bist du denn, Quincy?
ist eine gute Frage. Ich kenne dich noch aus der Anstalt. Du hast angeordnet, dass ich eine 6-wöchige Elektroschocktherapie bekomme, damit ich nicht mehr so gewalttätig bin. Jetzt rate mal. Es hat nicht funktioniert. Das könnt ihr mit mir nicht machen, verdammt. Ich bin der Bürgermeister. Den wir jetzt mal notfallerweise retten würden. Muss ja leider sein. Hey, Freunde. Guck mal, eine Rauchbombe. Und dann gibt's jetzt den hier. Mit dem hast du, glaube ich, schon mal Bekanntschaft gemacht. Sorry. Vinci, steh wieder auf, mein Dickerchen. Und tock. Und tock. Der nächste bitte. Ey, ich habe die Superpanzerung mittlerweile am Start, Junge. Da machen deine Waffen gar nichts mehr. Bürgermeister Quincy Sharp. So, Charakterbiografie. Schönes Foto einfach nur. Sieht ein bisschen mitgenommen aus. Als Joker vor 18 Monaten aus der Anstalt von Arkham geflohen ist, hieß der Anstaltsleiter Quincy Sharp. Was die meisten nicht wussten und was später erst von Batman aufgedeckt wurde, war, dass Sharp unter einer Persönlichkeitsstörung litt und in der Anstalt mehrfach Gräueltaten verübt hatte. Er dachte, dass der Geist von Amadeus Arkham von ihm Besitz ergriffen hätte. In Wirklichkeit stand er jedoch unter dem Einfluss von Hugo Strange. Dieser hatte ihm hochwirksame Gedankenmanipulationsmedikamente verabreicht, die es ihm erlaubten, Sharps Verhalten zu beeinflussen. Er brachte Sharp dazu, Arkham City ins Leben zu rufen. Hugo Strange sammelte Beweise für Sharps Gräueltaten und setzte Sharp damit unter Druck, damit dieser auf keine dummen Gedanken kam. Ach ja, vielleicht will jemand auch hier diese Infos über ihn haben. Ja, er hatte starkes Interesse, Gotham zu säubern. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre all das nie geschehen. Okay. Ja, jetzt können wir natürlich mit Quincy Sharp reden, liebe Freunde. Und Quincy Sharp war damals, ihr kennt ja Gotham, Arkham City, Arkham Asylum, hatten wir ja der erste Teil von Batman, hatten wir ja gespielt, da war er, wie gesagt, der Anstaltsleiter. Das ist alles deine Schuld. Mhm. Und ausgebaut wurde das dann zu Arkham City. Ja, und das ist das, dieser Riesenknast, diese Knaststadt, will ich mal sagen. Und du bist der größte Großkotz und Vollidiot, Quincy. Wir haben dir durch einen Arsch schon ein Asylum gerettet, hä? Nein, bitte nicht! Ich will alles über Strange wissen und was sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Bruce, die Biometriesensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce. Tu's für mich. Na, aber Oracle, dir kann man auch nichts hier abschlagen, kein Wunsch. Und wer ist da drüben eigentlich, welcher Kandidat? Das werden wir uns in der nächsten Folge mal anschauen. Bis dahin.